Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder bei Resident Evil. Ich werde mich nochmal ranwagen. Ich bin ein bisschen übermüdet momentan. Ich glaube, das sieht man mir auch an. Das hält mich trotzdem nicht davon ab, dass ich es nochmal versuchen möchte, Resident Evil 6 zu spielen. Wenn ich glauben könnte, dass Gott bei uns ist. Aber ich fürchte, wir sind allein. Ja, wie gesagt. Ich probiere es nochmal. Ich gebe dem Ganzen nochmal eine Chance. In der stillen Hoffnung, dass es doch vielleicht ein bisschen Diese besser Konsole wird. und die Ziffern auf den Türen hängen wohl zusammen. Vielen Dank für diese Information. Ja, prinzipiell müssen wir einfach nur. Hä? Naja. Okay, prinzipiell müssen wir halt einfach nur. Die Türen aufmachen. Wo kann ich hier drücken? Wo war das jetzt? Ich kann sie nicht mit Gewalt öffnen. Da oben ist halt dieses tolle Rätsel, da ist halt nur die 2 und wir müssen die anderen Zahlen raten. Da es aber nur 0 und 1 gibt, also 0, 1 und 2, haben wir nicht besonders viele Möglichkeiten. Also auch dieses Rätsel ist uns mehr oder weniger wohlgesonnen. So, wir geben jetzt einfach. Was? 0, 1, 2 und dann geht die entsprechende Zelle auf. So war es, genau. So, die alte erledigt das, nehme ich jetzt einfach mal an. Hast du? Ja. Sehr gut. Okay. Und wir machen natürlich jede. Was? Ich wollte gerade sagen, warum zeigt er mir R1 an? Das fand ich jetzt merkwürdig. Jetzt wissen wir es. Okay. Wir schauen uns jede Zelle an. Ich weiß nicht mehr, wo was drin war. Von daher gucken wir einfach mal. So, Munition. Ansonsten scheint hier nichts zu sein. Ich habe ja immer die Hoffnung, dass wir so ein paar Dokumente finden zum Lesen. Oder das ist auch eigentlich so typisch Resident Evil, dass man halt so ein paar Dokumente zum Lesen bekommt. Scheint hier aber diesmal auch nicht so zu sein. Schade eigentlich. Das wusste ich jetzt nicht mehr. So, dann haben wir die 021, die aus der wir gekommen sind, ne? Ja, 021 ist unsere Tür. Dann haben wir hier drei Stellen. Einmal die 0 in der Mitte, einmal die 2 am Ende. Das heißt, wir probieren einfach mal die. Ach Mist. Die 0, 0. Achso, man kann immer nur 1. Dann kann es ja nur sein 102. Ah, komm schon. 102. Dann müsste das da hinten die 201 sein und ganz am Ende dann irgendwie 210 oder 201. Also es ist. Oh Gott! Ich dachte, da ist nichts drin, weil sie nichts getan hat. Okay. Na komm. Du was? Wo kommen die jetzt alle? Wo kommen die jetzt alle her? Au. Oh, scheiße. Ich dachte, das wäre Helena. Ach Mist, ich muss mich echt mehr darauf konzentrieren. Ich habe eine Ausrede für mich. So. Danke. Ja, aber wo kommen die denn alle her? Hatten die hier irgendwie so ein Gruppenstündchen oder was? Sehr merkwürdig. Ja gut, aber hier drin ist halt auch nichts. Ich kümmere mich mal um das Schreivieh. Oder hat sie das schon erledigt? Nee, da steht da noch. Okay. Mach auf, komm. Feini, mach auf, komm.
Sehr schön. Achso, der schreit nochmal. Fuck! Das hatte ich vergessen. Okay. Krieg ich was? Sehr schön, okay. Dann können wir uns vielleicht nachher nochmal so ein paar schöne Sachen kaufen. Wo kommen die alle her jetzt? Ah! Aus den Abwasser-Dingern, ne? Das da unten hier aus diesen Gittern und so kommen die. Das erklärt's natürlich. Okay. Gut, dann haben wir noch die 102, habe ich gesagt, ne? Oder war. Doch, die 201. 201. Ja, die 201 haben wir noch. Okay, 2. 0. 1. Und dann kann das da hinten nur die 210 sein. Sehr. Ja, schweres Rätsel. Sie macht das ganz gut. Ich kümmere mich da jetzt dran. Sie bringt es nur nicht zu Ende. Das ist ein bisschen unpraktisch. Was? Also, wo kam das jetzt her? Oh, Moment, dann kann ich den bestimmt. Ja. Okay. Also, gelohnt hat es sich nicht wirklich. Wie sieht's denn hier aus? Ich mach mir. Und das hier hebe ich auf, wenn ich ein rotes finden sollte. So. Was habe ich jetzt gesagt? Die 201, ne? Nee, die. Doch, die 201. Ach Gott! 201. Wie? Geht nicht. Moment, habe ich das jetzt falsch gemacht? Doch, es muss ja die 201 sein. Hier, das ist die. Ne, das ist die 201. Die 210 muss es sein. Ach, ich Dolly. Ne? 210. Ja. Ich hab's. Ja, das war auch schwer. Da kriegst du jetzt eine kleine Goldmedaille für, wie bei den Bundesjugendspielen früher. Warum gewettet, dass das Vieh aufsteht? Oh nee, das ist so eins. Okay. Das wird ein Spaß. So. Aber tolles Sicherheitssystem. Ja, du musst ne? Nur die Ziffern auf den Türen eingeben. Das fällt ihr auf. Das ist super. Gott. Wir arbeiten mit hochintelligenten Menschen zusammen. So, 0. 0, 2. Da hinten, das kann man. Also, dann machen wir, fangen wir mal mit der 102 an. Das ist am einfachsten. 1, 0 und die 2. Ich will sie eigentlich die Arbeit machen lassen. Oh. Schon wieder so einer. Hör auf, die Munition zu verschwenden, das bringt nichts. So wohl, das tut schon weh. Ich bin bereit. Hör auf! Ach, jetzt schießt sie da auf alle. Hab ihn. Gut. Punkte sind halt echt hilfreich. Deswegen bin ich da so ein bisschen hinterher. Nochmal grün. Eins kann man dann mal noch vorsichtshalber nehmen. Okay, ich glaube, bis auf das grüne Kraut war hier nichts drin. Ich habe so Sorge, dass das Vieh aufsteht hier, aber ich glaube, das hat keinen Kopf mehr. Das könnte
unser Vorteil sein. Okay. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche war das jetzt. Das war jetzt die 102. Dann haben wir noch die... Da haben wir die 0 hinten, da haben wir die 0 vorne. Dann machen wir mal... Bleiben wir mal bei 012. Das erste direkt. 0. 1. 2. Okay, und dann müssen wir dahinter. Das sind nämlich dann zwei Türen wahrscheinlich. Machen wir mal 2. 1. Oh, das war die große. Ach nee. Dann kann es ja nur 201 sein. 201. Ja, das wollte ich. Sehr schön. Danke fürs Helfen. Ja, sehr gerne. Dafür werde ich bezahlt. So. Kriege ich das Teil? Ich darf das mal so rumzuschwingen. Sehr schön. Ich habe keine Munition mehr. Moment. Na endlich. 4 Kopfschüsse. Haben wir sie? Ja, ich glaube schon. Und dann geht's hier rein, genau. Noch ein grünes Kraut, sehr gut. Ach. Was ist das? Oh, 5000 Fähigkeitspunkte und ein Erste-Hilfe-Spray. Damit kann ich leben. Das ist gut, damit ja. Dann haben wir jetzt nur noch, um die Tür hier aufzumachen. Das müsste dann... Was habe ich denn jetzt gemacht eben? Also es kann jetzt nur 120 sein. Oder 210 kann es nicht sein, es kann nur 120 sein. So. Ah. 120. Mal gerade gucken, dann muss da hinten... So, wir hatten die 120 und die 102 hatten wir. Dann kann das da eigentlich nur sein. Kann eigentlich nur sein. Perfekt. Offen. Gehen wir. Ich will aber noch nicht. Wollte hier noch. Du hast da einen stehen lassen, Helena. Das ist so einer. Was tut es da? Moment. Ja, es interessiert das Vieh eigentlich überhaupt nicht, weil das sein Herzchen öffnen muss. Wow. Ich weiß jetzt nicht, wie viele wir gekriegt haben, aber wir haben wieder keine Munition mehr. Okay, ja, ich habe auch ein bisschen sehr viel verballert, muss ich ja ehrlich zugeben. Ich dachte nur, wir müssen es erst schwächen, bevor es auf den Boden geht. Okay, das gigantische Rätsel haben wir gelöst und wir können weitergehen. Nach 14 Minuten, da können auch ein bisschen. So, ist hier noch irgendwas? Hier sind halt überall so Dinger an den Wänden, aber wir können halt leider nichts davon lesen. Das ist echt schade. Moment, den Ort kenne ich. Der Abra muss in der Nähe sein. Wer? Ich weiß nicht mehr, wo wir herkamen. Wo kamen wir her? Aus der Tür oder kamen wir hierher? Wir kamen hierher, ne? Ja. Kurzzeitgedächtnis. Man schaltet dann auch so ein bisschen ab. Bitte sei okay.
Ja, ich hab's mir gedacht, das ist auch gut. Munition leer. Gibst du mir welche, bitte, bitte? Okay, nein. Verstehe schon. Oh, bitte nicht! Gott sei Dank, okay, das ist sie nicht. Aber wo ist sie dann? So. Komm schon, wo bist du? Hallo. Moment mal. Es sah gerade aus, als folgt die mir mit den Augen. Das war jetzt gerade so ein bisschen verwirrend. So, haben wir hier irgendwas, was ich tun kann? Irgendwie nicht. Das finde ich so schade. Das ist so wenig Beachtung für die Details dann irgendwie haben. Also, das fällt mir jetzt umso mehr auf und das macht mich echt so ein bisschen traurig, leider. Chips! Oder Pizza? Japan. Okay, egal. Hier ist irgendwas sie auch zu essen. Nach wem suchen wir? Warum? Deborah, gib mir ein Zeichen, wenn du hier bist. Ups. Ich dachte, der macht den Kopf früher hoch. Und wieder keine Munition mehr. Also einen Schuss haben wir noch. Richtig gezielt könnte dieser eine Schuss wirken, aber... Sie macht das schon. Meine. Geh bloß weg. Spannen? Verraten Sie mir, was los ist oder nicht? Werde ich, aber uns läuft die Zeit davon. Das ist irgendwas gewesen. Ey! Hier war irgendwas, was ich drücken konnte. Ach, da ist eine Tür. Ne, die Tür will ich noch nicht. Dafür ist zu früh. Ich will die anderen Türen noch gucken. Nee, das sieht mir zu sehr nach Tyrant aus. Da will ich jetzt nicht hin. Ich will erstmal schön alles durchsuchen. Mich mal wieder so ein bisschen aufrüsten, weil wir haben nichts mehr. Ah, Moment. Wo konnte ich jetzt hier was drücken? Was finden wir jetzt da drin? Jetzt bin ich gespannt. Ah, scheiße. Sehr schön. Hat man schon lang keins mehr. Oh, rotes Kraut. Okay. Gut. Ich schaue mir jetzt jeden Clou an. War nicht hier noch eine Tür? So. Oh, was ist da? Hier kann ich auch wieder... Ah, ich kann die Klospülung betätigen. Wie aufregend. Kann ich auch pinkeln? Ich glaube, das wäre das erste Spiel, in dem man das könnte, außer Sims. Wusste ich doch. So. Okay. Tun wir mal wieder ein bisschen. Kann ich das auch? Ja. Nichts. Aber wir haben zumindest das Gefühl, was ordentlich gemacht zu haben. Ich finde das toll. Waren wir hier schon drin? Nö. Und hier kamen wir her, ne? Okay, ich glaube, dann dürfen wir voranschreiten. Ja, sieht schon eklig aus hier. Aber auch, das ist auch wieder so ein Ding, so labormäßig, Krankenhaus, ne? Was? Weil sie gestolpert ist, wurde mir das jetzt angezeigt, dass sie in Nöten ist. Das finde ich ein bisschen... Okay.
Okay, wollen wir hier reingehen? Roger. Das ist so Tyrant-mäßig. Wir haben gerade so viele Sachen bekommen. Was zum Teufel ist das? Vor 3 Tagen waren die noch nicht hier. Ist es das, was Sie mir zeigen wollten? Nein. Ich dachte... Liebe Kinder, ihr habt gerade das Vergnügen erfahren, eine Videokassette zu sehen. Sie kennen sie? Ich denke, schon. Eine Videokassette... Das ist der Vorgänger der DVD. Die waren ungefähr so groß, also so lang, ne? Und dann, da war ein Film drauf. Haben aber immer nur so 2 Stunden drauf gepasst. Wenn man die Werbung rausgeschnitten hat, wenn man was aufgenommen hat, hat man mehr drauf gekriegt. Oh Gott. So. Hier war jetzt wieder so ein Touchpad-Ding gewesen, habe ich gesehen. Irgendwo. Da. Wir müssen das nochmal machen? Ja, das frage ich mich auch gerade. Weil es war schon die ersten 2 Male ziemlich lahm. Was haben wir jetzt aufgemacht? Müssen wir wahrscheinlich hier... Ah, 201 da hinten. Nur die? Das kann doch nicht sein. Das finde ich ein bisschen wenig. Okay. Was passiert, wenn ich was ganz anderes mache? Okay, wahrscheinlich geht nur das eine dann wirklich. 201, ne? Hat geklappt. Großartig. Hat's die ersten beiden Male auch. War die ersten beiden Male schon langweilig. Okay. Gut. Dann... Bevor wir jetzt diesen Raum betreten... Drücken wir Pause. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich weiß, dass uns wieder ein Arena-Kampf bevorsteht. Und ich hoffe, dass ich dann weniger gefrustet bin und dass es diesmal ein bisschen besser klappt. Von daher, wir schauen mal weiter. Bis dann, macht's gut. Ciao.